Ja, wir bündeln einiges an Baumaßnahmen. Wir werden den gesamten Gleisbau für das Projekt Ausbau Braunstraße und Hochbahnsteig Glocksee erledigen zwischen Goetheplatz und hier dem Gleisdreieck. Dazu wird noch von InnerCity eine Schutzverrohrung durchgeführt. Und im Windschatten dieser Baustelle werden wir an der Ungerstraße auch noch eine Bauweiche einbauen, weil wir dort wenig Platz zur Verfügung haben und die Stadtbahn dann eingleisig geführt werden muss. Die Arbeiten führen wir in den Sommerferien durch, weil weniger Fahrgäste unterwegs sind. Die Östra muss die Fahrgäste mit den Bussen im Schienenersatzverkehr befördern und es ist auch deutlich weniger Autoverkehr, sodass die Straßensperrungen dann auch weniger Auswirkungen haben, als wenn man das zu anderen Jahreszeiten macht. Das heißt, wenn wir in den Sommerferien hier für 5 Wochen den Stadtbahnbetrieb unterbrochen haben werden für die Linie 10, werden anschließend vom Goetheplatz bis hier vor dem Betriebshof Glocksee die Gleise in neuer Lage eingebaut sein. Die Fahrgäste werden über östra.de, über das Internet und auch über die GVH-App informiert. Auch gibt es Aushangfahrpläne an den Haltestellen, in den Fahrzeugen gibt es Hinweise, sodass die Information, denke ich, dann schon für jeden zur Verfügung steht.